Ich dachte eigentlich, jetzt passiert eher was Unheimliches. Und da sieht's aus wie ein gemütlicher Fahrersitz in so einer Power Armor. Wer schießt denn da? Der Typ vorhin gehörte zu den Amish-People übrigens. Ich konnte leider vorher den Witz nicht bringen, weil wir hier gerade noch mitten in der Action waren. Und so zeitverzögert funktioniert das einfach nicht so gut. So, liebe Freunde der minderwertigen Unterhaltung. Zwei Dinge werden jetzt geschehen. Power Armor. Oh nein, 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 nein. Nicht jetzt die Framerate. Nee, nicht jetzt die Framerate. Ach komm, die schießen die alle. Yes, sir. Ich bin scharf, Baby! Oh nein, nicht die Framerate jetzt. Das kann ich gerade gar nicht brauchen. Yeah, Baby! Ziel gesichtet. Wenn jetzt die Framerate gleich wieder mitmacht, dann laufe ich hier auch mal durch die Gegend. Jetzt warte ich noch drauf, dass sie sich beruhigt. Ich glaube, es sieht gut aus. Das war ein echter Karrieresprung. Eine Bombenstimmung haben wir hier. Ich bin Robocop. Hunde, wo steckt ihr? Terminieren! Terminieren! Die Macht! Du Wurm! Wurmer! Kniet vor mir! Was? Explodiert vor mir in blutigen Fontänen. Hallo? Bidi. Suche Ziele. Zielerfassung aktiviert. Keine Ziele in Sichtweite. Voranschreiten. Sondierungsmodus. Sondierungsmodus.
keine Ziele in Sichtweite voranschreiten. Angriffsmodus. Sondierungsmodus. Keine Ziele in Sichtweite. Lustiges Auto. Kein Ziel. Lustiges Auto. Hihihihi. Oh. Oh. Voranschreiten. Böse, böse. Hat Rakete geworfen. Dinge fallen herunter. Das ja nicht so schön. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich gehe jetzt hier entlang. Sondierungsmodus. Geile Szenerie.de. Bedrohungen ausschalten. Sondierungsmodus. Situation total cool geklärt. Voranschreiten. Oh, ein leckerer Donut. Aber ich kann mich leider nicht hinhocken, um ihn aufzunehmen. Nicht stören beim Donut-Essen. Donut. Donut! Habe zu kurze Arme. Keine Arme, keine Kekse. Bestätige. Voranschreiten. Sondieren, sondieren, sondieren. Niemals kapitulieren. Ha ha ha. Super Parkplatz. Dunkle Gasse, immer vertrauenswürdig. Halt, muss gucken. Lage sondieren. Ah. Kurz aussteigen. 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 Kurz drin bleiben. Dein Rücklicht ist kaputt. Speichere Daten. Bitte den Computer nicht abschalten. Rote Farbe. Gut für Auto. So, jetzt reicht's aber auch mal mit der Robosprache. Jetzt will ich mich auch mal wieder zu Wort melden. Der lebt doch noch. Der lebt doch nicht mehr. Ah, eine Falle. Wir wurden gerade eingetürt von allen Seiten. Getürt und gefedert. Also wieder alles sondieren und ich glaube,
Ach, mit E halten hätte ich die Power Armor von verlassen können. Das wollte ich ja machen, um die Sachen aufzusammeln. Leider wusste ich das nicht. Und jetzt ist es für Reue zu spät. Bam! Oh, jetzt fühle ich mich so schwach und verletzlich. Ich will so ein Ding für zu Hause haben, verdammt. Ich will mal damit einkaufen gehen, zum Penny oder so. Oder nach Disneyland. Da steht man bestimmt nicht in der Schlange mit dem Ding. Da steht man höchstens auf der Schlange. So, hier gibt es... Da, doch, hier gibt es... Ah, schön, 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 schön. Yes! Und ich glaube, da oben kommen wir raus. Ach, er hält ihr Nickerchen. Der faule Hund. Manual Door Override. Das ist polnisch und heißt, jetzt fällt mir kein lustiger Witz ein. Also, das heißt, jetzt fällt mir kein lustiger Witz ein. Das ist übersetzt halt. Ich kann sehr gut polnisch. Und wir haben jetzt noch mehr Reflexe als vorher. Und hier noch ein Hinweis für die Verkehrsteilnehmer auf der A2 Richtung Hannover. Vertraulich, Elite Power Armor. Produkthinweis. Einer der innovativsten Funktionen der Elite Power Armors ist ihr ausfallsicherer Selbstreparaturmechanismus, der kleinere Reparaturen während des Kampfes und größere Reparaturen einer Maschine im Sperrmodus durchführt. Um Verletzungen während der Reparatursequenz zu vermeiden, wird der Pilot im Sperrmodus entfernt. Und zwar blutig. Hinweis: Die Elite Power Armor Einheit ist nur für den Gebrauch durch Replikasoldaten und Exoskelettpiloten der Klasse B oder höher ausgelegt. Gebrauch durch unzureichend geschultes Militärpersonal, Zivilisten oder Kinder wird von der Armachem Technology Corporation weder empfohlen noch unterstützt. Mit freundlichen Grüßen. Ah ja, mit freundlichen Grüßen, Ihre Armachem Pipapo. Power Armor. An alle Teams, wir haben eine mögliche Schwachstelle bei den Power-Armor-Einheiten der Replika entdeckt, die hier im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. Nach den Datenblättern haben die Prototypen eine unzureichende Abschirmung des Spannungskerns. Das macht sie anfällig für Stromunterbrechungen. Wenn keine XS-Schockgranaten vorhanden sind, kann man versuchen, Elektrotransformatoren zu beschießen, wenn sich Power-Armor-Einheiten darunter befinden. Ja, das hätten wir vielleicht vorher mal wissen müssen... Aber es war ja klar. Wenigstens weiß ich jetzt, dass man mit diesen XS-Schockgranaten die Viecher beschießen kann. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie man den benutzt. Ist aber auch Wurst. Erstmal. Hier waren wir schon, ne? Hier haben wir schon aufgeräumt. Jawohl. So. Hier ist eine... Ja, das fängt ja gut an. Hat er gerade wirklich eine Handgranate hierher geworfen? Hat er oder hat er nicht? Oder sah es nur so aus? Sah wohl nur so aus. Au. Teletubby, winke, winke. Wer schießt denn da? Ich guck doch hier gerade rum, Mensch. Jetzt gönn mir doch mal die Sekunde. Sei doch nicht immer so barsch. Das war aber nicht er, der geschossen hat, oder? War es vielleicht er, der geschossen hat? Oh nein, eine Power-Einheit. Oh nein, oh nein.